Pater Ober. Oh, danke schön. Gerne, danke vielmals. Oh, ist ja charmant. Danke, Prost. Sagen Sie mal, so bin ich ja noch nie empfangen worden. Ja, wir sind schließlich ein internationales Hotel. Ja, da wollte ich auch hin. Ja. Ich heiße im Namen der Direktion des Hauses und im Namen des Rates des Kreises herzlich willkommen. Gästebuch. Aha. Beschwerdebuch. Was? Beschwerdebuch? Oh, ist ja unfassbar. Wir stehen nämlich im Wettbewerb. Mit dem Bahnhofskiosk. Sie werden es sicher nicht glauben. Seit 10 Jahren, wir gewinnen immer. Ja, das glaube ich. Der Koch bei uns, der ist schon Oberkochrat geworden. Und der hat den Kunstpreis der Stadt gekriegt. Und der Barkeeper, der ist Kammerkeeper geworden. Oh, da gratuliere ich Ihnen. 1000 Dank. Ja. Speisekarte. Oh, ja, so. Als Vorsuppe empfehle ich Ihnen Crème Rasputin. Dann Omelette Bleu à la Peter Ducke. Oh. Fernsehturm in Aspik. Forelle con amore. Ferres, baisse aux chaises anglaises. Dessert. Mokka Bézé, Zigarre, ND. Nee, ich möchte ein Zimmer. Ja, dazu servieren wir einen erstklassigen Mosel. Nein, ich möchte ein Zimmer. Ja, Sie können wahlweise auch Budweiser haben. Nein, ich möchte ein Zimmer. Wissen Sie, was ich verstanden habe? Nee. Nee? Nee. Sie möchten ein Zimmer. Ja, das möchte ich auch. Und zwar ein Einbettzimmer. Was? Hör mal, wir sind ein Hotel und keine Zimmervermietung. Aber ich dachte immer, die Aufgabe eines Hotels ist, Zimmer zu vermieten, ne? Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ja, aus Bischofswerda. Ach, aus dem Wald. Sag mal, hast du schon mal in einem internationalen Hotel ein Zimmer gekriegt? Nee, noch nie. Das kannst du auch nicht. Ja, aber man muss es ja immer wieder versuchen, nicht? Quatsch mit Soße. Es gibt keine Hotelzimmer. Ja, aber hören Sie mal, Sie haben doch hier 10 Stockwerke, nicht? Ja, aber in der ersten Etage sitzt das Fernsehen, im zweiten sitzt ein Zahnärztekongress. Ja. Im dritten, da sitzt eine Leichtathletin, im vierten Symphonieorchester, fünfte, sechste, siebte, ja, 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 ist ja gut, um Himmels Willen, hören Sie auf. Gut. Ne? Ja, wir haben kein Zimmer. Kein Zimmer? Nee, nee. Ach, das ist aber schade. Ja, das heißt, wir könnten... Ich könnte da ja mal vielleicht eine kleine Ausnahme, ja, wenn Sie mir... Naja, ich kenne auch jemanden. Ja. Kennen Sie jemanden in Bischofswerda? Ach, in Bischofswerda? Ja. Kennen Sie da den berühmten Tormann? Von den Fußballern aus Bischofswerda? Ach, Sie meinen den berühmten Seewald? Ja, den Seewald! Den kenne ich nicht. Nee, da haben wir auch kein Zimmer. Ja, nein, das ist heißt, doch nicht. Wie wär's denn mit der Kaffeekasse ein bisschen, ne? Aufbessern. Ah ja, da hätten wir aber... Kann ich Ihnen nicht anbieten. Ich nehm's doch. Das kann ich Ihnen nicht anbieten. Ach, ich nehm's doch. Das ist über dem 10. Stock oben. Ach, das macht nichts, ich nehm's. Das ist doch gar kein Zimmer. Ich nehm's. Noch etwas für die süße Sahne. Es ist mir ein Verschlag. Das macht nichts. Da ist kein Wasser und kein elektrisches Licht. Ach, das macht doch auch nichts. Da liegt doch der alte Schäferhund vom Hotel drin. Oh, das macht auch nichts. Da müssten Sie sich Ihr Bett selbst machen. Das macht doch nichts. Was? Sie würden sich Ihr Bett selbst machen? Selbstverständlich. Na prima. Hier haben Sie Bretter, Säge und Nägel.